Die Trump-Anhänger reden offen mit uns, genauso wie die Biden-Anhänger. Und was wir bei beiden übereinstimmend merken, dass doch alle immer das Gefühl haben, es muss doch einen Weg geben, wie man wieder zusammenkommen kann. Wir haben keine Probleme, Zugang zu bekommen zu Pressekonferenzen, keine Probleme, auch Behördenauskunft zu kriegen. In Washington ist es ein Stück weit schwieriger geworden, weil tatsächlich eine Art Vorbehalt, ein Vorurteil gegen uns Medien besteht, weil man uns alle ja offenbar in der Regierung für Fake News hält, so dass man immer denkt, was immer wir denen an Informationen geben, das wird sowieso verfälscht und verändert. Das ist natürlich nicht so. Wir machen unsere, ich glaube, faktenbasierte Berichterstattung wie eigentlich immer. Und wir lernen eben, dass wenn wir den Menschen zuhören wollen, wenn wir auf sie zugehen, dann sind sie meistens recht freundlich, auch wenn wir ab und an erleben, dass uns jemand als Fake News beschimpft und im allerschlimmsten Fall, das will ich einmal zitieren, einem auch T-Shirts begegnen, auf denen dann drauf gedruckt steht, Seil, Baum, Journalist, einfach zusammenzubauen. Aber davon dürfen wir uns nicht beeindrucken lassen.